Oh, wie heißen Sie? Markus. Markus, und du? Niklas. Super. Ist Afrika ein Land oder ein Kontinent? Kontinent. Kontinent? Warum haben Sie, sagen Sie, ist Kontinent? Es besteht aus vielen Ländern. Mhm. Und es gibt ja die Definition von Kontinenten. Mhm. Manche sagen, es gibt 5 Kontinente, andere sagen, es gibt 7 Kontinente, mhm. je nachdem, ob man Nord- und Südamerika unterscheidet. Und da Antarktis auch nochmal ein Kontinent nennt und Afrika Super. Ist einer davon. Mhm. Australien auch ja ein Kontinent. Wie heißt du? Hosini. Und was glaubst du, die Unterschied zwischen Österreich und Australien? Weil auf Englisch wird man verwechselt. Austria, Australia. Was ist der Unterschied für dich? Austria ist kalt, gibt mhm. Schnee, mhm. Skifahren. Mhm, genau. Und Australien ist warm, gibt es Känguru Super. Und kein Schnee. Super, und Englisch. Das ist. Super, sehr nett. Danke dir. Wie heißt du noch einmal? Rosemir. Wo kommst du? Brasilien. Brasilien, wie geht Brasilien? Also, sehr nett, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche dir alles Gute und schönen Tag noch. Ciao, gerne, ciao. Ciao. Die Australien, was ist der Unterschied? Weil viele Leute auf Englisch werden immer dauernd diese Namen verwechseln. Ja. Austria und Australien. Ja. Und darum, ich stelle mir diese Frage vor, ob sie den Unterschied weiß. Können Sie mir die richtige Antwort geben? Australien ist ein Land, aber gleichzeitig eine Bezeichnung für einen Kontinent in Zusammenarbeit oder in Zusammenklang mit Neuseeland. Mhm. Österreich, Austria? Und Austria ist die englische Bezeichnung von Österreich. Mhm. Und Österreich hat ja auch eine andere Geschichte mit der K&K-Monarchie und so weiter. Also ein Super. Land. Super, wow, ich bin sehr beeindruckt. Gute Antwort, super. Vielen Dank, schönen Tag noch. Gerne, danke.